Oder obwohl, nein, Quatsch, ich habe eine Idee. Heute noch, danke. Wir gehen also als erstes einfach mal wieder nach unten und zwar komplett nach unten. So. Jo. Dankeschön. So, und hier gehen wir einfach nach unten. Ui. Wahrscheinlich ist da das Item, das diese Energie liefert, die wir brauchen. Und zwar heute noch, genau, die göttliche Bibliothek. So, das blaue ist ein Rätsel, das ist, sie müssen hier irgendwas machen, was das Rätsel löst. Genau, wir müssen dieses komische Ding finden. Orihalkon-Fragment. Ein Stück Orihalkon, das Kräfte verleiht. Er soll als Energiequelle gedient haben. Genau. Das brauche ich. Na, nö. Ah, komm. So. So. Und jetzt muss ich wieder diesen ganzen nervigen Weg nach oben nehmen. Okay. So. Okay. Jo. Der war ja ziemlich nervig. Total. Schneller, schneller. Okay. Euch muss ich nicht zwangshaftweise erledigen. Also daher, tschüss. Okay. Ab durch die Tür. So, hier durch, dadurch und schneller, heute, wenn es doch geht. So. Genau. Und jetzt ist es so eine Art Aufzug, das ich benutzen kann, um wieder zu diesem großen Treppenraum zu kommen. So ist es doch, oder? Treppenraum. So. So, und wenn ihr euch jetzt an das Item erinnert, mit dem man diese komischen Flammen löschen kann, ihr werdet jetzt sehen, wofür wir das brauchen. Wir sind hier wieder in diesem großen Raum, erinnert ihr euch? Ja. Und wir haben diese hübsche brennende Tür. So. Und Sirenenschrei. Da. Das heißt, wir können jetzt zur Dämonenwelt. Ich sagte, wir können zur Dämonenwelt. Ja, Windows formatiert. Schön. Ein Scherz. So. Okay. Ups, jetzt habe ich mich sogar selbst erwischt. Genau. So, mit diesem Skill kann man in kurzer Zeit sich unglaublich schnell machen. Dass es so weiß ist, heißt einfach nur, dass man die Zeit verlangsamend hat. Verlangsamt. Genau. Und in der Dämonenwelt kann man noch hier durch. Nein, hier bringt es nicht viel.
Wir müssen hier weiter. Aha. Wusch, ich bin in die Scheide eingedrungen. Es sah immerhin so aus. Bam. Das ist eine magische große Kugel. Und die müssen wir jetzt kaputt machen. Tada. Kristallschädel. Eine unheimliche Skulptur aus Zauberkristall. Scheint Teil einer größeren Kreation zu sein. Jo, jetzt müssen wir nochmal erste Gegner erledigen, damit wir es überhaupt jetzt hier raus schaffen. So, und jetzt zack, 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 zack. Wusch. Achso. Hallo. Hör damit auf. So. So, shut the fuck up, please. Okay. Und ich glaube, dieses Teil der größeren Skulptur. Ja, das Ding brauchen wir eigentlich jetzt nur theoretisch, um das in diese Tür einzusetzen. Wo schon so ein Kristallding drin war, wenn ihr noch wisst, was ich meine. Aber erstmal nach oben. Ups. Entschuldigung. So. Okay, jetzt lass mich rausgehen. Dankeschön. Ja. Hallo. Hello, my dear. Ich will so ein bisschen schneller sein. Okay. Und jetzt müsst ihr nochmal diesen Kampf hier durchmachen. Da, 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 da. So. So. Okay. Oh. Hallo, Tod. Das ist der Gegner aus der ersten, nein, aus der zweiten Mission. Wenn ihr noch wisst. No, 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 no. So. Aber da wir natürlich jetzt schon so viele Fähigkeiten gesammelt haben und uns so stark gewässert haben, ist er inzwischen kein richtiger Boss mehr. Und der müsste jetzt auch gleich fertig sein. Dun, 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 dun. Yo. See? You see that? My dear. Okay. Aber da City nimmt noch auf, das ist sehr schön. Genau. So, und jetzt einfach das Ding einsetzen. Yes. Und schon können wir durch die Tür durch.
Da. Mondlichtmeile. Und jetzt sind wir auch ganz oben beim Tour. Moment mal. War da nicht eben eine Statue? Nein. Aber da vorne müsste eine sein, glaube ich. Das ist auch, ja, genau. Das ist auch einer der schönsten Schauplätze, finde ich. So vor allem wie der Mond und wie das Gewand so hin und her weht, finde ich sehr schön gemacht, die Kulisse. So, wir werden den Lebenskraftstern brauchen, das kann ich euch schon mal sagen. Nein, nicht Status. Daten speichern. So. So, wir müssen jetzt nämlich gegen Virgil kämpfen, ja? Gegen Dantes Zwillingsbruder. Dramatisch. Ha, er ist gekommen. You sure know how to throw a party? No food, no drinks. And the only babe just left. My sincerest apology, brother. I was so eager to see you, I couldn't concentrate on preparations for the bash. Whatever. At any rate, it's been a whole year since we last met. How about a kiss from your little brother? Or better yet, how about a kiss from this? So, this is what they call a heartwarming family reunion, eh? You got that right. Okay. Let's fight! Und Virgil kann nämlich die Kugel mit seinem Schwert blocken. Jo, das auch noch. So. Und er kann sich außerdem auch noch den Devil-Trigger zusetzen, was er auch noch vielleicht machen wird. Nein. Aber wohl wird er ein anderes Mal machen, aber nicht hier. So. Ja, jetzt, weil ich so blutet habe, seine Angriffe nicht ausgewichen. Es gilt eigentlich immer, seine Angriffe auszuweichen und dann selbst zu attackieren. So, genau so. So, finish him. Das war's eigentlich. Nein, ich möchte nicht spoilern. Das habe ich schon fast gemacht. Power of our father, Sparta.
father? I don't have a father. I just don't like you, that's all. Foolishness, Dante. Foolishness. Might controls everything. And without strength, you cannot protect anything. Let alone yourself. Spartacast will be broken. I see a devil inside you has awakened as well. We have all that we need. Das eben war der Devil Trigger. Nom nom. So, das war jetzt auch mit. Das war's jetzt auch mit Mission 7. So. Speichern. Und speichern. So. Und bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.